Ach nee, Hochzeit machen. Ist. Ach ja! Deine eigene Hochzeit vergessen. Wedding! Als Janis nach Pelikan kam. Das klingt nach Janis. Ja, und vor allem auch mit Cowboy-Hut, Alter. Ja, man muss ja sein Land repräsentieren, ne? Als Janis nach Pelikan kam, wusste niemand, dass er in unsere Gemeinschaft fassen würde. Das kennen wir eigentlich schon, ne? Aber heute wird Janis wie jeder einzelne von uns ein Teil dieser Stadt sein. Es wäre eine große Ehre, also am heutigen zweiten Winter Janis und Lea zu vermählen. Na. Now kiss. Dann lasst uns mal anfangen. Das reicht noch nicht. Mani riecht am Janis, Lea. Alter, Mani hat richtig Bock. Stimmt. Als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ilaf, Alter, ein bisschen legeren Klamotten. Ihr dürft euch jetzt gehen. Ja. Und mit Unterhose auch. Und so übelst mit Anzug und übelst dekadent. Komm einfach, wie du willst. Das hat sie wirklich genommen. Ja. Gibt's einen Dresscode? Nee, nee, gibt's nicht. Ja. Okay, die Zukunft sieht rosig aus. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt, weil... Wo ist zum Beispiel Ihr Hobbyraum? Frage ich mich. The Wedding ist was immer wonderful. Rechts neben dem Schlafraum. Nein, ich meine, Hobby, also die. Da ist ja Lair. Sie hat ja deine. Ehefrau hat doch hier oben dann diese Töpfe. Aber wahrscheinlich nur du als Host hast das, ne? Das ist voll schön hier. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, zieh ich mir mal rein. Ja, bei Jadis. Mit der grünen Truhe. Also wir sind gerade noch am Pimpern, aber... die steht doch vor der Tür. ja, Spaß. Mit wem pimper ich hier? Alter, was ist das für ein dickes Bett? Das ist Modern Bett. Ah, sie malt wohl. Ja, Künstlerin. Nein. Warum denn nicht? Ein bisschen Aktmodell kannst du hier dann stehen. So, nackt sitze ich dann hier daneben. Zeige mich wie deine Mädchen, oder wie war das? Hä? Bei Titanic. Wie eines deiner französischen. Ja, genau. Wie eines deiner französischen Mädchen. Ach so. Hä, da ist ja übel stilvoll alles. Gibt es eigentlich keine Lampen für diese Nachttische? Keine Ahnung. Ich habe keine gefunden. Aber. Ja, ich auch nicht. Da waren irgendwie nur diese Stehlampen. Ja, du konntest nichts auf der Kommode abstellen, ne? Gar nichts? Nicht mal so eine Teetasse? Oh. Schade. Na gut. Nee, geht auch wirklich nicht. Die Teetasse wird genau dann dahinter abgelegt. Ja. Dreiste. Ah, 30 Heu gekriegt. Richtig gemütlich. Ja, safe. So, wer ist jetzt dran? Ach so, ja, weil die anderen waren noch nicht fertig, oder? Also Raymond war noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin auch nicht fertig. Wollen wir bei dir reingucken, Arlof? Ja. Was ist das hier für ein Emerald? Kleiner Kristall. Süß, hier mit dieser Sofa-Ecke. Cute. Warte mal. Na. Ich hab wohl nichts mehr zu sagen. Starren einfach nur noch geradeaus. Aber niedlich. Oh, das ist ja ein cooles Regal. Ja, ne? Na, oh, dass er dann die Augen so zumacht, ist auch so cute. Ja. Schön warm. Das ist richtig schön bunt auch. So, dann kommen wir eigentlich mal um die Bodies. Mundo? Achso, ja, der ist ja noch nicht fertig, hat er gesagt. Ach fuck, ich muss mich auch mal wieder um den Modis kümmern. Das mache ich noch mal zwischendrin. Ohlala. Sie spielt Instrumente oder was macht sie? Auch und sie zockt. Also sie hat ja die Konsole und ein Schlagzeug. Ich verstehe. Crazy. Ja, und Maru ist ja, glaube ich, Erfinderin. Die wird da wahrscheinlich so einen Tüftelplatz haben.
Wie das, was sie bei sich im Zimmer haben. Das, auch was sie in ihrem Zimmer, ja genau, was genau. sie in ihrem Zimmer haben, ist bei euch dann auch da am Wilden. Also bei dir wahrscheinlich entweder das mit den Edelsteinen oder das mit dem Nähen. Weil Emily macht ja beides, ne? Ja. War das nicht ihr Zimmer? Stimmt. Das Nähen ist nicht ihr Zimmer. Dann könntest du das ja einfach bei Hobby. Dir auf dem Hof nähen. Das wäre ja ein Vorteil, dann mit ihr verheiratet zu sein. Also wahrscheinlich hast du dann diese Kristalle bei ihr. Also bei dir im Zimmer dann. Ja, Baby. So, Leute, was ist noch? Ich bin kurz bei den Viechern und dann würde ich in die Mine wieder ein bisschen Gold farben, damit wir endlich mal die Million voll kriegen. Wir sind jetzt endlich wieder bei 800.000. So haben wir die Aufnahme angefangen. Nee, die Aufnahme angefangen haben wir bei 600.000 und nicht. Stimmt, und dann hatten wir irgendwas Dickes verkauft. Was war das? Was richtig viel Asche gab. Asche, Asche. Alter, gibt's hier viel Slime. Ich war ewig nicht mehr hier. Gott sei Dank, dass er das speichert. Ja, tut er anscheinend. Es wird immer mehr. Ja. Perfekt. Plus Quant. Oh nein, perfekt. Mein Inventory ist voll. So. Dann nochmal Gold nachfüllen. Digga. So. Ein bisschen Espresso. Ach ja, muss man ja in der Küche machen. Ah, dann kann ich ja jetzt nicht zu Rabbit gehen, das würde ja spoilern. Wollen wir heute den letzten Tag machen? Ach so, ja, können wir. Ja, können wir machen. So. Kommt da noch mal eine Mine mit, oder? Nee, ich mach noch Deko zu Ende auf jeden Fall heute, damit ich das nächste Mal nicht noch mal mache. Okay. Ja, ich glaube, ich guck mal, wie ihr das macht und dann lasse ich mich inspirieren für nächstes Mal. Und ich gehe noch mal bei dir kurz kochen. Oh, es klingelt schon wieder. Das Telefon klingelt. Dann geh mal ran. Pierre. Hey Rowland, ich bin's, Pierre. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Das ist gut. Naja, ich wollte nur sagen, dass ich die Geschäfte mit dir schätze und ich möchte dich daran erinnern, dass Pierres Gemischtwarenladen die feinsten Samen und Erzeugnisse führt. Ich hoffe, du hast Samen gesagt. Ja, wirklich Samen gesagt. Ich hoffe, dich sehr bald im Laden zu sehen. Bis bald, klick. Einfach nichts gesagt, also nicht auf eine Antwort gewartet. Ja, ja. Also komm jetzt vorbei und kauf mein Stuff. Tschüss. Ja. Ich will von dir gar nichts hören. Ja. Danke, diese Wertschätzung bedeutet mir, ich bin noch nicht fertig. Komm vorbei und kauf meinen Scheiß. Hast du irgendwelche Rabatte? Nein. Komm einfach her. Ja. Rabatte! Bist du so ausgelacht? Mann. Ja. Du denkst hier Sachen aus. Wie wird's der Dagobert? Ja, ja, stimmt. Wir könnten theoretisch nochmal Gold verkaufen. Ja, okay. Hä? Raymond, weil unter dem aktuellen Datum ist ein Herz. Was heißt das? Dass es der Hochzeitstag von jemandem ist. Was ist das sonst für ein Icon? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ansonsten ist so das Wetter einfach. Ach so, verstehe. Zum Beispiel Regen, Sonne, irgendwas. Na, Aleph! Wohin? 100. Oha, jetzt habe ich das ganze Gold von zu Hause mitgenommen. Ich darf jetzt nicht sterben. Aber ich habe auch einen violetten Pilz gefunden. Das heißt, ich kann mich healen zur Not. Gefunden. Perfekt.
Lass mich den Gegner töten, wenn du... Nö, alles gut. Alles gut. Also mein Life ist ja noch oben. Und ich habe zur Not auch Essen dabei. Life is life, la 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 la. Wo ist... La la la, life is life. La li la 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 la. Ist abgefuckt sein von seiner eigenen Leidenschaft. Geil. Es ist so geil, dass ich schon wieder hasse. Ja. Unten. Perfekt. Sag am besten auch immer wo. Links, rechts, aber ich weiß es natürlich, dass du rechts meinst. Hier ist direkt eine Leiter, aber erstmal Gold. So, weiter. Gott, der Jane ist immer weiter. Immer weiter. Weiter. Immer weiter ist weiter. Geht's weiter. Wieso kann ich eigentlich hier in den Wänden nicht den Kalender aufhängen? Was soll das? Ja, toll, hinter dem Fernseher. Alles vollgehangen. Brauch irgendwo eine Stelle, wo das noch hin kann, ey. Was willst du denn aufhängen? Den Kalender. Weil der ist ja wirklich nützlich. Stimmt, die Kuscheltiere gibt's nicht. Shit. Ja, das ist scheiße. Echt jetzt? Das war wirklich geil. Also ich habe diesen blauen Bär, oder habe ich den jetzt auch in den Müll geworfen? Ich hoffe nicht. Kannst gucken, ob rechts, da wo die Truhe mit dem Bild ist, mit dem Gemälde, da könnte sein, dass da ein blauer Bär drin ist. Nee, bei wo der Müll ist. Also bei den Recyclern. Gerne Müll. Ja, guck ich bei Gelegenheit. Weil ich glaube, ich habe den da reingetan. Ich weiß es aber nicht genau. Kann auch sein, dass ich ihn entfernt habe, weil du gesagt hast, wir haben ja jetzt alles. Na gut. Hat jenes gesagt. Nein, du würdest nein. Sowas ja nie sagen. Ja, safe nicht. Stefan, du hast so die Fähigkeit, dass du, egal was du sagst immer automatisch die Wahrheit. Also, das hat zwar den Nachteil, dass du das ist nie... Der Nachteil ist, du kannst nie lügen, aber dafür weißt du immer die Wahrheit. Ich glaube, ich würde es in Kauf nehmen, oder? Na, obwohl, ich glaube, das kann ich auch Kirre machen. Ja. Weißt du, wie? Ich glaube, das wäre nicht nice. Ja, ich glaube auch, auf Dauer ist es dann irgendwie unmenschlich. Dann bist du ja so ein übelster Dr. Manhattan. Beste Typ. Ja. Ja, der weiß ja einfach schon die Zukunft. Der weiß ja einfach alles. Er ist einfach Gott. Ja. Ja, nicht ganz. Er ist immer noch zum Teil menschlich. Er ist, aber wenn dann. Ist er doch. Am Ende nicht, Jesus. Am Ende ist er doch alles. Ja, aber er hat immer noch den menschlichen Teil in sich. Und menschliches Empfinden, Mitleid und so eine Sachen. Aber das ist ja sozusagen, sein Kryptonit ist ja, dass er immer mehr seine Menschlichkeit verliert. Wenn du ja, so eben. Willst. Aber er, ja, stimmt, genau hast du recht. Er wird immer mehr zu einem transzendenten Wesen irgendwie. Ja. Er ist ja so gesehen Gott, weil er halt überall ist und nirgendwo und was weiß ich, wie, ja, also ganz zum Ende. Er kann ja alles machen, was Gott kann, theoretisch. Masse erschaffen und hast du dich gesehen? Allein das, Masse erschaffen. Okay. Bester Typ halt. Ja, so Green Lantern, ne? Der kann auch einfach Masse erschaffen. Oder ist das gar keine Materie? Nein, es ist keine richtige Materie. So, sondern so Energie irgendwie was oder wie? Ja, genau. Mm. Weil das ist ja auch übel OP. Die wohl heftigste Fähigkeit. Da denke ich wieder an, wie hieß die? Full Metal Alchemist. Mit dem äquivalenten Tausch. Full Metal Alchemist. Und wie sie es dann schaffen, den äquivalenten Tausch zu umgehen.
Also mehr Materie erschaffen, als sie verbrauchen. Hä? Das ist ziemlich krank. Wo zur Hölle kommt die Energie her? Das ist ja voll unrealistisch. Ja, aber das machen sie ja durch menschliche Seelen. Ja, sozusagen, genau. Da wird ja die Seele als Energiequelle betrachtet. Und das ist dann ja wieder gar kein Plan. Wenn sie meinen. Ich sag mal, warum nur hinterfragen? Ich meine, das ist letztendlich eine Serie. So scheißegal. Einfach sauer sein. Es ist 1,20 Raul, ne? Ja, ich bin auch schon zu Hause, aber ich will hier nochmal. Da wir ja gleich beenden. Sind gar nicht, du bist nicht zu Hause. Hä? Fuck, ich hab vergessen, das Greenhouse zu ernten. Ah. Egal. Scheiße, jetzt muss ich doch kurz zu Raymond kommen. Ich halte meine Augen zu. Fuck, ich hab gerade heute nichts. Ich hab gerade heute nicht zugebaut. Scheiße. Sorry, ich musste zu dir, weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Nicht zugebaut. Nee. Ich hätte es in Kauf genommen, dass du unconscious wirst. Dreist. Na gut. Dreist. Hauptsache, du hast deinen Willen. Ihr seid die Dreistlinge. So, Augen zu. Zudest. Augen zu durch. Epilepsie. Ach ja, genau. Epilepsie. Möbeln schmeißen. Achso, Epilepsie einfach rufen. Epilepsie-Warnung. Hui. So, dann jetzt. Ach, ihr seid schon wieder am Wilden hier. Gut, weiß ja, Bescheid. Schnell weg. Ihr seid schon wieder am Wilden. Den nächsten Mal Greenhouse ernten. Macht so Bock. Ich muss das alles aufsammeln und dann wieder aussehen. Ha, Unverwundbarkeit, Junge, incoming. Ja gut, okay, dann abmodden oder was? Ja, würde ich auch sagen. Also diese Runde war ja, wir haben sehr viel dekoriert. Und wir haben versucht, ein bisschen Kohle uns zu beschaffen. Ja, letzten Endes, wir haben natürlich dann, dadurch, dass wir jetzt diesen Katalog geholt haben, sehr viel Money jetzt auch wieder verloren. Aber wir haben jetzt so viel, wie wir... Ja doch, wir haben mit 600.000 begonnen und haben jetzt 800.000. Das heißt, nächstes Mal kriegen wir die Mille voll, wa? Hä? Du kannst doch einfach Früchte da hinlegen. Ein Kürbis auf jeden Fall. Geil. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Andere Sachen nicht. Ich glaube, andere Sachen nicht. Doch, tatsächlich. Ups. Stell den Tisch da nochmal hin. Kannst du da alles drauf? Den Tisch weggenommen. Ich hab den weggelegt, sorry. Du hast den. Ja, weil das ist ja krass, wenn du da einfach Sachen drauflegen kannst. Tatsächlich. Ne? Kannst du auch den Teppich da drauflegen? Einfach so einen Fliesentisch draus machen. Ja, der Rat der Fliesentischbewohner ist nicht begeistert. Ja, eine Bombe drunter getan. Ist geil, wenn du eine Bombe nimmst, geht die mit drunter. Mit einem Kaffee, das sieht ja geil aus. Das passt ja übel. Oder so ein Stück Käse. Na. Hier, oder hier dieses Essen von oben. Hier, das hier zum Beispiel sieht sehr lecker aus. Hey! So, oder? Na. Und die Tische, den Stuhl kann man drehen. Ne? Jetzt kommt Ilof da nicht mehr raus. Oha. Ich jetzt? Nein, doch. Ich denke schon. Ja. Hier, guten Appetit. Hier ein Schleimei. Ja. Schleim. Das sieht aus wie bei mir in der Hose, ein Schleimei. Hier Müsli. Hier ist Müsli für dich. Okay, ja, auf jeden Fall nächstes Mal würde ich sagen, dann heirate ich auch. Dann hätten wir schon 3 Hochzeiten, da fehlt nur noch Aleph. Und dann schaffen wir auf jeden Fall die Million voll. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt effektiv war mit dem Goldverkaufen. Weil das war jetzt ja schon relativ viel Aufwand. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Sachen, die du machst, Raymond, dieses Sachenverkaufen viel effizienter ist, aber... Ist jetzt Winter, ne? Ja. Wir haben ja keine andere Wahl. Also ich glaube, wir müssen wieder in the mine. Ja gut,
Dann machen wir das einfach, ne? Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.